touch me, baby. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade die Annika abgeholt und wir fahren jetzt nach Heidelberg, weil wir so geiles Wetter haben und wir wollen mal die Stadt angucken oder so. Ja. Ne? Ja, das machen wir jetzt mal. Bis gleich. Wir sind jetzt in Heidelberg angekommen und laufen jetzt aus dem Parkplatz aus. Wir haben ja irgendwo in der Klinik geparkt, weil es gab keinen Parkplatz in Heidelberg. Ich glaube, wir sind in der Psychiatrie. Ja, wir haben heute echt perfektes Wetter hier in Heidelberg. Wir haben richtig Glück. Habt ihr hinter mir diesen Teddybär schon mal gesehen? Da oben sieht man den. Der Seifenblase macht. Das ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen. Das Coole an Heidelberg ist, dass es auch überall so kleine Gassen gibt. Und das sieht irgendwie, finde ich, aus ein bisschen. Ja, okay, jetzt hier gerade nicht, aber es sieht so ein bisschen aus wie in Italien. Oder wie ein bisschen im Süden. So, wir laufen jetzt auf das Schloss hoch. Ich glaube, es sind 500 Stufen, aber wir sehen es nicht ein. Ich glaube, 12 Euro für die Bergbahn zu zahlen, das ist irgendwie voll übertrieben. Also sind wir bestimmt noch schnell zu Fuß. Freust du dich schon, dass wir da jetzt hochlaufen? Yay! Easy. Hey. 2000 Jahre später. Das ist gar kein Problem. Wir schaffen diese 500-600 Stufen bestimmt total einfach. Einfach nur weiterlaufen. Zwar gesperrt, aber wir laufen jetzt rein. Bestimmt kommen wir jetzt gleich in so einen Abgrund, weil die Treppen gerade saniert werden und es sind einfach keine Treppen mehr. Wir haben es geschafft. Es war viel kürzer als erwartet. Ich hätte das. Ja. Ja, gut, dass du das auch sagst. Müssen wir gerade lange laufen? Hinter uns seht ihr jetzt gerade das Heidelberger Schloss oder eher mich, aber vielleicht auch ein bisschen das Schloss und hallo. Klein, dass das Schloss zu sehen ist. Ja, also hinter uns seht ihr gerade das Schloss, also was davon noch übrig ist. Okay, wir haben gerade irgendwelche Menschen getroffen, wo wir nicht mehr wissen, wo die herkommen. Aus Amerika. Irgendwelche Amerikaner getroffen und die haben erzählt, dass sie hier ihren zweiwöchigen Trip in Deutschland machen und Heidelberg voll schön finden. Und dass der Kerl hier bei der Army war und sich das alles nochmal anguckt, das war voll cool. Das sind lauter alte Häuser. Das gibt's für uns so in Frankfurt gar nicht. Das gibt's für uns in Darmstadt gar nicht. Ich komme ja aus Darmstadt. Hinter mir sieht man jetzt die ganze Stadt. Das Schloss von Heidelberg. Thank you.
Ja, das Schloss war auf jeden Fall ziemlich cool. Bisschen, ja, es fällt fast auseinander. Aber es war sehr cool da oben. Man hatte eine geile Aussicht auf die Stadt. Und jetzt gehen wir zurück in die Stadt und ich habe auch langsam Hunger. So was essen. You better turn up. You better be there. Ja, irgendwie gerade was essen gehen, ist mir gerade auf dieser Brücke gelandet, die auch ziemlich bekannt ist. Deren Name ich gerade nicht weiß. Auf jeden Fall ist sie sehr schön und sehr bekannt. Und ja, wir suchen uns jetzt mal was zu essen, weil wir haben Hunger. Da waren wir eben oben. Wir schauen jetzt mal bei Mandy's Railway Dinner vorbei. Das ist ein Bahnhof. Ja, wir sind drauf aus der Innenstadt. Das ist jetzt die other side of Heidelberg. Wo sind wir? Ich weiß nicht, das sieht sehr industriell aus. Also die Innenstadt von Heidelberg gefällt mir persönlich dann doch um einiges besser. Hier ist es schon ein bisschen ghettohaft. Findest du es auch gut? Oder nicht gut? Findest du es auch gut? Ja! Mandy's Fast Food Center. Oder? Ich hab auch Hunger. Ich hab ziemlich viel Hunger. Ich hab eh viel mehr Hunger. Ich hab noch mehr Hunger. Ich hab am meisten Hunger als für immer. Ich hab noch mehr Hunger als am meisten Hunger für immer. Okay. So, wir sind jetzt fertig mit Essen. Das war richtig cool. Ja. Ja, hat gut geschmeckt. Also. Reise waren gut. Also. Ja, wenn man wirklich Bock auf einen geilen Burger hat, dann sollte man da auf jeden Fall hingehen. So, wir haben jetzt voll den Shortcut genommen und sind jetzt schon direkt am Parkhaus. Und ja, fahren dann wahrscheinlich heim, weil wir haben jetzt 17 Uhr, glaube ich. Und okay, wir haben 17 Uhr. Ja, und wir sind, glaube ich, ziemlich kaputt. Jetzt wieder daheim, wir sind jetzt heimgefahren. Die Annika hat euch irgendwie vergessen, Tschüss zu sagen, weil wir beide so fertig sind. Es war auf jeden Fall ein cooler Tag und wir haben das Wetter gut genutzt. Und ja, das ist dann auch das Ende von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich riesig freuen. Oder hinterlasst mir einen Kommentar unten. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.